Ja, hallo, Mikey wieder hier. Heute dachte ich mal, statt Resident Evil 5, was ich jetzt auch drauf habe noch, ne? Also für die Abwechslung immer mal so Resident Evil 5 und dann eben Batman Arkham Knight. Und ja, ich spiele natürlich wieder auf Billigmodus, ne? Ist klar. Kindermodus, ja, extra mit einem Holzpokal. Ja, also nur für mich ist der erfunden worden, habe ich ja schon mal erzählt. Und ja, auf Deutsch selbstverständlich. Die reden nur auf Deutsch. Und was soll ich schon noch sagen? Jetzt habe ich schon vergessen. Genau, also hier sind sämtliche DLCs dabei. Ne? Die ganzen Episoden sind auch alle dabei. Aber das lasse ich erstmal, weil ich hier mal anfangen wollte. Die Herausforderungen sind auch da und ach, dies und das und jenes. Wir haben alles da. So. Und ich muss nicht mit Steam verbunden sein. So, neues Spiel. Wollen wir mal anfangen? Zuerst werden wir mal hier jemanden verheizen. Under my skin. In the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Na, und den müssen wir nämlich verbrennen jetzt. Und werden wir mal verheizen, ja. Den Joker. Genau, können wir das so loslassen, hinter. So hat es sich abgespielt. So ist Batman gestorben. Vor 9 Monaten wurde der Joker eingeäschert. Ich habe den Knopf selbst gedrückt und den Mistkerl verbrannt. Und dann warteten wir. Gotham rüstete sich für den unvermeidlichen Machtkampf. Doch er kam nicht. Die Kriminalität ließ sogar nach. Aber ich wusste, dass ein Krieg bevorstand. Ich wartete nur darauf, dass jemand den Abzug drückte. So, wir sind der Officer hier. Genau, Kamera können wir hier Kein sehen. Problem. Ja, einen schönen Kaffee, ja. Oh, danke sehr. Durst. Und? Was darf sein? Das Übliche? Sicher. Okay, Hähnchensalat ohne Dressing. Nein, ich nehme doch Waffeln. Mit Speck. Erzählen Sie es nicht meiner Frau. Erzählen Sie es nicht meiner Frau. Ich muss aber nicht alles wissen, oh, ja. Falls Sie mehr Kaffee wollen, rufen Sie einfach. Ja, ich finde die Grafik hier so geil. Hallo, Waffeln mit Speck. Ich dachte, Waffeln wären ganz hart. Tut mir leid, Sie beim Essen zu stören, Officer. Und? Aber da drüben in der Ecke sitzt ein Kerl und raucht. Warten Sie hier, ich kläre das. Ah, genau. Ja, genau. Die Grundsteuerung erstmal. Da wollte ich mal zeigen hier noch. Ja. Also, ich finde die Grafik einfach geil gemacht. Ja. Was? Happy Halloween, genau. Please sit yourself. Kannst du selber hinsetzen.
Nee, und hier haben wir noch irgendwo Crime Record, nee, Money Quickly. Ich guck gerade, weil irgendwas hatte ich hier mal gesehen. Ach, da oben, ist das Jens Spahn oder wer ist das? Der da in der Mitte? Hm, keine Ahnung. Gut, na, dann gucken wir mal hinter zu dem Typen. Er sitzt einfach nur da und starrt auf dem Fenster. Hier habe ich einen Fan. Das ist aber schön. Alles ausgegeben. Die ganze Entschädigung. Und was dann? Jeden Cent. Hier raucht's. Verzeihung, Sir. Sie dürfen hier nicht rauchen. Oha. Nein. Aha. Nix, keine Munition mehr und Scheiße. Nee, lass mich in Ruhe. Au, au, das ist so weh. Menschen, die gerade noch ihr Essen genossen, wurden urplötzlich in ein Gemetzel verstrickt. Unter den wenigen Überlebenden befindet sich... Diese Demonstration hat nur 150 Milliliter meines Gifts verbraucht. Morgen wird das wie ein Kinderstreich. Gotham, das ist die einzige Warnung. Wie ist denn der? Wie ist denn der? Ich hab gerade. Ach, Crane war das doch hier. Das ist doch mal. Gestern waren noch 6,3 Millionen Einwohner in Gotham City. Heute nicht so viele. Auf den Straßen befinden sich nur noch Leute, die das Chaos lieben. Gothams Beste. Abschaum. Kriminelle. Und Schlimmeres. Zu wenig gute Menschen, um sie zu stoppen. Ja, das ist ganz schön Chaos hier. No. In nur 24 Stunden verloren wir die Kontrolle über die Stadt. Heute hofft Gotham auf einen, der uns alle retten soll. Und keiner weiß, dass der Mike der Batman ist hier. In Dresden. Also so, ja, da hinten ist die Frauenkirche irgendwo. Das zeige ich noch, das blaue Wunder ist oben. Und jetzt finden wir alles noch. Springen irgendwie. In der Steuerung muss ich mich noch ein bisschen reinfitzen. Nochmal, aber... was soll... herabstürzen. Wie war das? Mit F, genau. Genau, dort müssen wir hin. Das ist auch ganz cool wenigstens, dass man weiß, wo man hin muss. Du verstehst das falsch. Es war nicht Batman. Muss dieser neue Spinner gewesen sein.
Ich bin froh, dass du heil rausgekommen bist. Entschuldige, ich muss los. Sei vorsichtig, Barbara. Wie immer ein gelungener Auftritt. Wie läuft die Evakuierung? Der letzte Bus hat die Stadt vor einer Stunde verlassen. Ich bin froh, dass meine Tochter rechtzeitig raus ist. Jetzt fängt die richtige Arbeit an. Irgendwas über Scarecrow? Wir verfolgten ein unbekanntes Militärfahrzeug, das durch Chinatown raste. Es war unsere einzige Spur heute Nacht, ist uns aber entwischt. Wegen der Evakuierung haben wir nicht genug Personal in der Stadt. Wenn ihr es findet, sollten deine Männer nicht näher ran. Ich kümmere mich drum. Glaubst du, dass Scarecrow wirklich so krank ist, eine Chemiewaffe in Gotham zu zünden? Das werde ich nicht zulassen, Jim. Falls du mich erreichen musst, wird eine lange Nacht werden. An alle Einheiten, 1033 im Sektor 2. Vermisster Streifenwagen, Einheit 247, vermutlich Officer am Boden. Hey, Batman. Jedes verdammte Mal. Oracle, wie ist die Position von Einheit 247? Bin schon dran. Wie geht's meinem Dad? Er hält durch. Irgendwie macht er das immer. Okay, ich schick dir die Position des Wagens. Sei vorsichtig, da draußen sieht's nicht gut aus. Okay. So, rettet den Polizisten da hinten irgendwo. Ich habe schon ein paar Gefängnisaufstände erlebt, aber das hier ist viel besser. Oh, noch 400 Meter für uns. Na. Da und, oh ja, jetzt geht es klatschlos. Jetzt gibt's aufs Bett. Oh mein, dermaßen. Boah, die Ausdrücke. Nee, Schäfte, alles gut. Aber mit Latas war ja. Sie sind sicher. Rennen sogar. Danke, jetzt geht's los. Die Stadt wurde überrannt. Wir haben keine Chance. Bleiben Sie hier. Jemand wird Sie abholen. Was machst du da? Die Chancen ausgleichen. Gut, dann gleich wieder mal die Chance aus, ne? Ich wusste nicht, dass so eine übelsten Muggis hab hier. Aber na gut, das geht schon. Da war ja noch umsehen, ne? Brauchen wir nicht. Das Militärfahrzeug verfolgen. Ein Streifenwagen hängt dran. Ich leite die Position weiter. Und da wollen wir gleich mal. Und go. Ruf deine Männer zurück, Jim. Oscar 5-6, hier ist Commissioner Gordon. Die Verfolgung wird abgeblasen, es ist zu gefährlich. Sir, wir sind hier. Wir kriegen diese Bastarde. Bleib an ihnen dran, komm schon! Die haben mit einer Panzerfaust auf uns geschossen. Wer zur Hölle sind die? 5-6, sofort zurückziehen, das ist ein Befehl. Überlass das Batman. 5-6 hat einen direkten Raketenangriff erlitten. Wir sind tot, Sir.
Okay. Verdammt! Bitte, Batman, du musst sie aufhalten! Keine Sorge, Jim. Er gehört mir. Meine Güte, könnte ich mal wieder. Na, linke Schau. Oh, bitte. Bitte, heute noch ein Schinken. Mensch, weil ich bitte. Krieg ist der Mafia, so unfair. Verdächtige Fahrzeuge in Chinatown. Hat man verfolgt. Natürlich. Wow. Das Fahrzeug und wäre erledigt. Ich muss den Fahrer ausquetschen und rausfinden, was er will. Komm raus, Herr Junge, meine Freunde. Hässlich. Hässlich. Ja. Wo ist Scarecrow? Fahr zur Hölle! Wo ist er? Ich hab dir nichts zu sagen, Batman. Rede, oder ich werde dir alle Knochen brechen. Okay, okay. Er arbeitet von einem Penthouse in Chinatown aus. Ich schwöre, mehr weiß ich nicht. Wenn du lügst, breche ich dir den anderen. Den anderen was? Ja, ja. Huch, wo ist mein Schuh? Wird rein? Ja. Den. Oh Mann. Oracle, sieh dir die gerade hochgeladene Analyse an. Klar. Ist es das, wonach es aussieht? Scarecrows neues Toxin. Eine nicht kontaminierte Probe. Kein Scherz. Ich bereite eine chemische Analyse auf dem Bat-Computer vor. Was wirst du jetzt tun? Scarecrow hat in der Nähe einen Unterschlupf. Ich starte ihm einen Besuch ab. Hoffentlich ist das der Durchbruch, den wir brauchen. Das ist der Ort. Ich sollte oben im Penthouse nachsehen. Ja, also irgendwie, wir können ja alles wegrammeln hier, ne? Und kaputt machen. Und ein Auto ist hier, da ist wahrscheinlich auch drauf gewiffen. Aber okay. Also man kann hier seiner Zerstörungswut wahrscheinlich freien Lauf lassen. Ach, da ist rüber, genau. Die Langeweile bringt mich um. Aber keine Sorge, du bekommst schon, was du verdienst, wenn wir hier fertig sind. Huh? Wie war das? Hat sich nicht so angehört. Was? Ich will doch nicht, dass er denkt, ich verstoße gegen die Anweisung. Oh, das ist ja. Ihr solltet euch mehr um eure Sicherheit kümmern. Komm schon, Freak. Ich habe schon Bäume mit schnelleren Reflexen gesehen. Da gab es nochmal ordentliche Innen. So, dann müssen wir mal die Kamera drehen. Das macht das Ganze ein wenig interessanter. Sir, das ist Batman. Der ist hier. Hast du erwartet, mich zu finden, Batman? Da muss ich dich leider enttäuschen. Sieh dir die Kamera an. Ich will, dass du die Angst zu spüren bekommst. Hör zu, Batrick. Wir gehen jetzt hier raus. Schön langsam. Wenn du was Dummes versuchst, blase ich dir den Schädel weg. Bezaubernd. Aber nur einer von uns verlässt diese Zelle. Nein! 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 Aua. Es geht nichts über natürliche Immunität.
Was willst du hier? Warum hat Scarecrow dich eingesperrt? Kein Hallo? Sag schon. Und wenn ich keine Lust habe? Dann brennt jede Pflanze in Gotham. Alles begann mit dem Treffen. Welches Treffen? Alle waren da. Pinguin, Two-Face, Riddler, sogar Harley. Scarecrow hatte angeblich einen Plan. Wir würden dich gemeinsam erledigen. Und Gotham würde dann uns gehören. Nur über meine Leiche. Genau das war wohl der Plan. Ich sagte, seine lächerlichen Spiele interessieren mich nicht. Als ich zu mir kam, war ich plötzlich eingesperrt. Wie schade, dass sein widerliches Toxin bei mir nicht wirkt. Die Natur siegt immer. Oh. Wird es je lernen? Du kommst mit mir. Hättest nur fragen müssen. Was ist los? Los, los, los! Wir haben das Ziel, Sir. Er ist umzingelt. Keine Bewegung. Bist du sicher, dass er es ist? Bestätigt, das ist Batman. Sir, der Panzer, den Sie haben, ist unbemannt. Gut. Dachte, das würde schwer werden. Ein Panzer reichte schon. mm Geschütz, einsatzbereit. Aufstandsbekämpfung aktiviert. Gut, die waren weg. Genau, hier haben wir einen Kampfmodus. Jetzt muss ich das Ding. Ich habe 6 unbemannte Panzer gesichtet, die sich durch Chinatown bewegen. Die sind jeden Moment da. Genau, da müssen wir mal die Panzer kurz kaputt machen, die dann gleich auftauchen. Da drinnen sind wir. Das ist noch ein bisschen Tutorial-mäßig hoch. Das Ganze aber knicken hier. Hörst du euch? Da war von da drüben, ne? Huch! Alter, war hier. Gut, die haben wir und dann müssen wir hier landen. Genau. So war der Plan. Genau, wir müssen gehen. Ein Meister der Untertreibung, wie immer. Ich muss wissen, woher diese Panzer kommen. Mehrere Transporthubschrauber bewegen sich ins Stadtinnere. Mehr sind auf dem Weg. Aktiviere die Waffendiagnose des Batmobils. Wir ziehen in den Krieg. Was zur Hölle ist das? Ach ja, okay, Tutorial. Das hab ich vergessen. Training, Herausforderung starten, Eingabe. Simulation aktiviert. Waffenenergiesystemdiagnose online. Stufe 1. Ziele zerstören, um die Waffenenergie aufzuladen und das Raketensperrfeuer zu aktivieren. Ja, los, kommt mal ran hier. Komm dran. Oh, da sind sie. Raketensperrfeuer Stufe 1 bereit. Diagnosestufe abgeschlossen.
Stufe 2. Raketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und 4 Ziele gleichzeitig zerstören. Genau, dann machen wir das mal. Und dann haben wir hier irgendwo rein. Okay. Raketensperrfeuer Stufe 2 bereit. Diagnosestufe abgeschlossen. Stufe 3. Feindliche Treffer erschöpfen Waffenenergie. Raketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und 4 aktive Ziele zerstören, um die Diagnose abzuschließen. Ach, jetzt wird noch ein bisschen geschossen. Okay. Game Aktion. Das ist doch auch. Ups. Du. Oh. Mensch, ich beweg mich hier unterm Tisch schon fast hier. Meine Fresse. Raketensperrfeuerstufe 2 bereit. Diagnose abgeschlossen. Simulation okay. Abgeschlossen. Oh, haben wir das hoch. Fortfahren, genau. Der Transporter setzt Panzer bei den Panessa-Studios ab. Ich habe das GCPD gewarnt, ihre Männer von den Straßen abzuziehen. Ich bin auf dem Weg. An alle Einheiten, hier spricht Commissioner Gordon. In der Stadt befinden sich zahlreiche feindliche Panzer. Gotham wird angegriffen. Alle Einheiten ziehen sich sofort von den Straßen ins GCPD zurück. Wir sind auf so etwas nicht vorbereitet. Zum Glück ist da draußen jemand, der es ist. Ach, okay. Ja. Ey, geht's noch oder wie? Huh? Hört ihr mal? Nicht schießen, ja. Okay, die haben alle. Jim, sag deinen Männern, dass sie wieder patrouillieren können. Die Panzer sind kein Problem mehr. Gott sei Dank. Hoffentlich waren das die letzten. Glaube ich kaum. Lass die Isolationszelle im GCPD vorbereiten. Ich bring Ivy hin. So, da müssen wir jetzt wohin. Ah ja, müssen wir. Okay. Wir werden angegriffen. Fortschritte bei der Analyse des Angsttoxins? Wird etwas länger dauern. Komm zum Uhrenturm, wenn du soweit bist, und ich zeige dir, was ich bisher habe. Wo hast du denn fahren gelernt? Scarecrow wird dich fertig machen, Batman. Ernsthaft? Warum gibst du dich überhaupt mit diesen Idioten ab? Ziviler Ungehorsam? Da draußen tobt ein Krieg und wir haben weder die Männer noch die Ausrüstung.
Seht mal, wer da ist. Ivy, das wäre eine Sorge weniger. Ist die Isolationszelle bereit? Natürlich. Oh toll, noch eine Zelle. Von einer Zelle in die andere, ne? Fühlst du dich jetzt sicherer, weil ich eingesperrt bin? Harley hat mich aus der Zelle in Bloodhaven rausgeholt. Warum versuchst du nicht, sie zu verhaften? Und der Abschaum auf den Straßen. Ich lass mich nicht einsperren wie ein Mensch. Diese Mauern halten mich nicht lange fest. Aber wenn es dich glücklich macht, lasse ich dich in dem Glauben. Vorerst. Warum verschwendest du Zeit, okay, um diesen jämmerlichen Wesen zu helfen? So. Du bist mein Vorhof nochmal, ja? Sieh mich auf! Scheiß Bürokraten. Wir sind jetzt allein. Wir schaffen das, Jim. Was gibt's Neues? Es gibt Vorfälle, überall in der Stadt. Cash, eine Zusammenfassung. Na schön, sehen wir mal. Zuallererst, wir haben den Kontakt mit den Feuerwehrleuten der 17. Wache verloren. Wir haben ihre letzte bekannte Position, aber allein überleben sie da draußen nicht lange. Dann ist da etwas Merkwürdiges. Leichen sind aufgetaucht. Und wir konnten uns vor der Evakuierung nicht darum kümmern, aber die Forensiker sind fast durchgedreht. Üble Sache. Dann haben wir den Riddler mehrmals beim Bahngelände rumschleichen sehen. Wie wir den Kerl kennen, führt er etwas im Schilde. Ich weiß, du bist beschäftigt. Aber wenn du uns hilfst, wird das Leben retten. Keine Sorge, Jim. Ich habe jemanden auf Scarecrow angesetzt. Mal sehen, was ich tun kann. Oh, meint ihr? Ein paar Leute durchkämmen. Ich bin gerade noch in der Aufnahme, ja. Sorry, ich hab die Bude zugeraucht, ja, aber ich mach das dann noch. Wollen wir wieder Döner holen, oder was? Nö, von selber. Ja. Ich weiß nicht, in muss okay. Hab ich zu Hause noch gehabt? Wenn ihr den Hafen durchsucht habt, stoßt zu Michaels und arbeitet euch entlang des East River zurück. Ich mach dann unten noch das Fenster auf, dann hier. Ich hab ja alles zugequarzt, ja. Und alles gut bei dir? Schön. Es war eine Aufnahme, ist kein Livestream, aber ich lade das ja nachher. Also ist über Nacht wahrscheinlich. So, jo. Wir machen mal direkt eine. Scarecrow hat Vorrang. Mach ich gleich. Ich weiß gar nicht, wann ich die gestartet hab, die Aufnahme. Tür öffnen erstmal, ich muss mal raus, ja. Ja. Armes Schwein. Er wird nicht damit leben können, wenn er erfährt... Tu den Spielstand eh nochmal löschen hier, dann sieht man... Hey, Batman! Schätze, Scarecrow ist hier entwischt. Hast wohl mein Handgelenk grundlos gebrochen. So, ich muss das mal raus, ja? Oh, Batman, Arkham City? Na klar, Arkham Knight, das ist... Das ist mein kleines Auto. Das Ding wurde ganz schön aufgerüstet. Ja, Sie haben beobachtet, wie es sich in einer Panzer verwandelt hat. Ja. Schick. Da springen wir mal rein. Ich hoffe, der Wagen entspricht Ihrem hohen Erwartungen. Genau genommen, Lucius, ist der Erlebnis. Aua. Ich dachte mir, dass Sie so etwas sagen würden. Geben Sie mir einen Moment. Genau, ich springe in die Nacht und ja. Danke, Lucius. Scheiße, Nachbrenner hole ich mir nach ab und dann... So, mal Platz für die Aufnahme erstmal. Ich habe bald weitere Upgrades für Sie. Ah ne, ich habe ja einen Nachbrenner schon, aber ja, so ein Upgrade ist das. Ihr überbleibende Gott, ich habe einen Nachbrenner. Ja, ich bin gerade hier. Was will das Ding jetzt? Ah, ne, hier muss ich... Ach, das Glockenturm noch. Oh, noch höher, genau. Da haben wir hier oben noch ein Ding. So ein Glockenturm. Also mein kleines Bürogebäude. Irgendwo war doch hier eine Platte. Ja, diese Platte. Sollte ich hierher eigentlich? Nee. Doch, 12. Ohrenturm. Alles gut. Also, ich muss noch kurz Detektivmodus hier. So, da haben wir die Statue.
benutzen. Und den brechen wir jetzt den Kopf, so. Genick gebrochen. Gescannt haben wir. Hilfe, ich sehe nichts. Und dann an den Computer. Genau. Oh, dann drehe ich mir noch eine Zigarette. Ja, mein Freund ist gerade angekommen vor ein paar Minuten. Da. Ja. Hi, Mike. Komm ich in die Betthülle und bringe deine Sachen durcheinander. Ja, ja. Du hast die Verbindung auf ihre Grundelemente reduziert. Aber da ist nichts, was wir zurückverfolgen könnten. Was, wenn wir das Ganze falsch angehen? Statt nach dem Toxin ich muss zu suchen, noch ins Final Fantasy auf den Herstellungsprozess konzentrieren. Hast du das gesehen? Wie konnte mir das entgehen? Die Reaktion verursacht einen Strahlungsanstieg. Scanne die Stadt nach dieser Energiesignatur. Da habe ich nicht drauf geachtet. Sie zeigt uns, wo Scarecrow das Angsttoxin herstellt. Also ihr habt das Foto angeguckt, aber... Es wird ein paar Stunden dauern, die Satelliten zu positionieren. So viel Zeit haben wir nicht. Ich werde die Antenne bei den Filmstudios umfunktionieren. Der Rest will Demo gekriegt haben, ja. Bruce, ich hab mit Dad geredet. Ja, dunkle Blutlinie, ja. Ich hasse es, ihn anzulügen. Wenn er wüsste, dass ich noch in der Stadt bin. Er gibt sich immer noch die Schuld hier. Hauptsache, es fehlt kein Lametta. Guck mal drauf, kein Stern erweckt. Das ist übel. Ich muss mal kurz an irgendeine Antenne des Banessa Studios. Ja. Um irgendwas mit Scarecrow. Ich hab doch gerade eine gedreht, da geht das schon. Okay. Alles gut. Hey, geh aus dem Bitte aus. Ich hab doch extra eine Dose letztens gekauft. Jim, wir müssen herausfinden, von wo aus Crane agiert. Gott sei Dank. Was kann ich tun? Habe ich den Standort? Gebe ich Bescheid. Halt deine Männer bereit. In Ordnung. Genau. Oh, dahinter war noch. Natürlich total falsche Richtung, ist klar. Falsche Richtung bei dir. 700 Meter. Ah, da fliegen wir mal wieder. Stoßflug. Nee, doch nicht. Halt hoch. Ich mache die Aufnahme, wie gesagt, noch zu Ende und dann... Ich mache dann gleich wieder Fenster auf, dass wir mal kurz... Du dachtest, ich wäre tot, Bruder Batman. Das dann stinkt es. Versuch, dich besser, Bruder Ark. Doch wie alle unterdrücken und vergessen Ängste, kehrte ich schlussendlich zurück. Problem. So, dann hätten wir hier. Na, wir können ja auch springen machen. Und dann ist hier noch irgendwas. Genau. Was? Fernzugriff anbringen. Fernzugriffsgerät. Ist beschädigt. Ich muss die Antennen direkt mit Strom versorgen. Hallo nochmal, Mr. Wayne. Wie kann ich Ihnen helfen? Ist die Winde bereit für den Einsatz? Sie ist vollständig funktionstüchtig. Ich garantiere aber für nichts, wenn Sie damit Ihren Wagen an einem Gebäude hochziehen wollen. Sie lesen meine Gedanken. So lautet die Jobbeschreibung, Mr. Wayne. Der Batwing ist auf dem Weg. So, und gespeichert. So, dann wünsche ich noch einen schönen Abend hier. Das ist die zweite Aufnahme. Also jetzt, das war erstmal Batman hier, Arkham Knight. Dann bis später, euer Michael hier, ne? Tschüss. Also die Folge, die nächste jetzt, die folgt dann irgendwie demnächst. Dann bis später. Also hier machen wir dann weiter, ne? Tschüss.